So, herzlich willkommen, Leute. Willkommen zu meinem ersten Zombie-Tutorial. Tipps und Tricks, wie ihr am besten irgendwie weiterkommt. Ja, ich selbst habe erst bis Level 31 geschafft. Das bis jetzt nur einmal. Ja, vorher kam ich auch nur bis Level 11, 12, habe dann rumprobiert, wie ich das am besten löse. Ja, und ich denke recht erfolgreich. Natürlich gibt es Leute, die auch weiterkommen, aber für mich persönlich auf jeden Fall eine gute Leistung, Level 31, weil es wird echt knüppelhart. Ja, mein Tipp an euch, auf jeden Fall zu zweit spielen. Ja, mit drei Leuten, mit vier Leuten, das wird echt, da kommt ihr nicht weit. Weil da passieren immer Sachen so, dass einer gute Waffen abkriegt und dann auf dem Boden liegt und ihr den heilen wollt und selbst eure Sachen riskiert. Deswegen mein Tipp an euch, auf jeden Fall zu zweit angehen. Ja, hier seht ihr eine der Waffenkisten. Ich weiß nicht, gibt sicher einige, die es noch nicht so weit gebracht haben. Das sind Waffenkisten, da kommen immer verschiedene Waffen raus. Ein Zufallsprinzip, kostet 950, die erste Kiste aufzumachen. Und ja, wenn ihr Glück habt, kommt was Gutes raus. Wenn nicht, wie ich jetzt, kommt nur ein Messer raus, ein Ballistikmesser. Ja, um überhaupt so weit zu kommen, ganz wichtig am Anfang der Beginn, wie ihr das Spiel beginnt, definitiv die ersten drei Runden mindestens im allerersten Raum verbringen. Ja, die erste Welle der Zombies schlitzen, weil sie mit einem Messerschlitz eh sterben. Spart euch die Munition, kauft euch keine Waffen im ersten Raum. Die zweite Welle könnt ihr schlitzen und schießen. In der dritten Welle müsst ihr auf jeden Fall schießen ohne Ende und schlitzen ohne Ende. Und wenn sie durch die Barrikaden durchkommen, durch die Türen, ja, Granaten, Granaten, Granaten. Ja, wenn ihr das gemacht habt, habt ihr eigentlich genug Geld, dann geht ihr oben rum. Die erste Tür rechts kostet 750, glaube ich, muss einer aufmachen. Am besten immer untereinander aufteilen, dass einer, der mehr Geld hat, die teure Tür aufmacht. Ja, oben rechts rum in den ersten Raum und dann sofort die nächste Tür auch aufmachen und dann runter. Ja, und am besten einer bleibt oben, sichert oben, dass keiner reinkommt, und einer sichert unten. Bis Level 5, also Runde 5, weil da kommen die Hunde. Sobald ihr die Hunde platt gemacht habt, könnt ihr auch schon weiter. Aber auf jeden Fall, der vierte Raum ist da. Da holt ihr euch die MP40. Nicht die Pumpgun holen, weil die ist erstmal teurer. Und zweitens, mit der MP40 könnt ihr, da habt ihr ja mehr Kugeln und pro Treffer kriegt ihr dann 10er und so könnt ihr schnell Geld machen. Ja, sobald ihr in dem Raum mit der MP40 fertig seid, geht ihr in den nächsten. Und dann müsst ihr nochmal eine Tür aufmachen, dann kommt ihr auf die Bühne. Ja, seht ihr auch schon, ja, da ist ein Stromschalter, den müsst ihr einschalten. Wenn er angeht, geht der Vorhang auf und direkt neben dem Vorhang ist ein Teleporter. Da geht ihr rein, drückt X und dann müsst ihr geradeaus durch das Kino durch. Durch das Theater, da kommt ihr wieder in den Anfangsraum, hier, und unten, da wo ich gerade drüber laufe, ist dieser runde Kreis, da müsst ihr nochmal X drücken und dann ist der Teleporter aktiv. Das seht ihr, wenn dieser Schlauch unten am Leuchten ist, dann ist er aktiv und ja, könnt ihr den Teleporter benutzen. Der Teleporter teleportiert euch über das Kino, und ja, unsere Taktik war immer, dass wir direkt am Anfang, wenn die Zombie-Welle gekommen ist, dass wir uns hoch teleportiert haben, von oben Granaten runtergeschmissen haben ohne Ende und so die Zombies
erlebt haben, hier ist was ganz Wichtiges, ja, jetzt nicht ganz wichtig, aber die anderen Automaten, das ist einer der Automaten links hier, der ist für Double Tap, heißt das auf Englisch, da schießt ihr halt doppelt, habt ihr eine doppelte Feuerrate, schießt ihr doppelt schnell Kugeln. Ganz wichtig, dass ihr zwischendurch, wenn wenig los ist, Türen wieder zunagelt und ja, vor euch seht ihr eine Karte, wenn Strom an ist, da wo das grüne Licht leuchtet, da ist die Kiste, die ihr gerade gesehen habt, müsst ihr auf jeden Fall immer verfolgen, wo die Kiste ist, weil nur auf Munition zu hoffen, ist schlecht. Auf jeden Fall ab Runde 8, 9 solltet ihr schon gute Waffen haben, wie die ich gerade momentan habe. Das ist die RPK, ist ein schweres Maschinengewehr und eine der besten Waffen im Spiel. Ja, daneben gibt es noch die HK1, ist das glaube ich. Ist auch ein schweres Maschinengewehr, auch super. Erstmal haben die Power, zweitens haben die ein großes Magazin. Ja, und drittens könnt ihr sehr, sehr viele Punkte damit sammeln. Ja, vor euch ist der Teleporter, der da am Blinken ist. Der teleportiert euch nach oben. Ich mache hier gerade wieder die Türen zu. Ja, um hier in Ruhe alle Türen zuzumachen, ist ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall ein Zombie übrig lasst, der am besten keine Beine mehr hat, der dann auf dem Boden rumkriecht. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der deutschen Version ist, wegen Brutalität und so. Kann sein, dass sie das rausgenommen haben, dass ihr keine Kriecher mehr habt. Ja, dann wird es ein bisschen schwerer. Ja, ich vernagel hier alle Türen, weil sobald ihr kommt hier vorne wieder raus, wenn ihr aus dem Teleporter raus seid, und da ist ganz wichtig, dass hinter euch die Türen zu sind, weil sonst werdet ihr sofort wieder angegriffen. Naja, immer wieder gucken, was für Waffen ihr habt und ob ihr genug Munition habt und ja. Was gibt es noch zu erzählen? Hier vorne links ist auch ein Automat, Quick Revive heißt der. Ja, wenn ihr den nehmt, dann könnt ihr Freunde schneller heilen. Geht dann doppelt so schnell. Das ist auch nicht schlecht, wenn ihr genug Geld habt, solltet ihr das auf jeden Fall machen. Ja, wir bereiten uns jetzt auf die nächste Welle vor. Das heißt, wir haben alle Türen zugenagelt. Gehen jetzt hier rein und ja, der Kollege vorne, der ist am Geschütz dran, da vorne ist ein Geschütz dran, den schaltet er ein. Ja, hier kommen schon die ersten Zombies, sofort teleportieren. Ja, sind jetzt hier oben im Kinoraum, hier auf jeden Fall Granaten runterschmeißen. Wenn ihr genug Geld habt, könnt ihr hier Granaten nachkaufen. Hinter mir, ganz ganz wichtig, ist dieser Pack-a-Punch. Der ist dafür da, dass ihr eure Waffen upgradet, so wie ich jetzt. Schieße ich Laser mit der RPK. Ja, wie der funktioniert, ihr braucht 5000 Punkte dafür. Geht hoch, drückt einmal X. Und dann zieht er die Waffe ein, die ihr in der Hand hattet. Und ja, das dauert so 2-3 Sekunden, dann spuckt er die wieder aus. Und dann habt ihr die Waffe aufgelevelt und habt wieder volle Munition. Was gibt's noch zu sagen? Ja, auf jeden Fall, bevor ihr eine Waffe aufwertet, auf jeden Fall leer schießen. So gut wie fast leer, weil schade um die Munition. Weil sobald ihr die aufwertet, kriegt ihr wieder volle Munition. Ja, hier ist so ein Sale-Zeichen, das heißt Ausverkauf. Ja, wenn ihr das bekommt, habt für ungefähr 30 Sekunden oder so sind alle Kisten auf der Map offen und jeder Kistenkauf
Kauf kostet $10. Das heißt, ihr müsst euch echt beeilen und versuchen, irgendwie so viele Kisten wie möglich aufzumachen. Weil so günstig kriegt ihr die Sachen nie wieder. Ja, ich probiere es hier nochmal, weil die auch echt eine Scheißwaffe ist. Ja, auf jeden Fall in Level 31. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, auch sehr, sehr wichtig, hier vorne rechts seht ihr einen roten Automaten. Der versorgt euch mit, ja, sobald ihr den aktiviert, kostet 2500, nehmt ihr weniger Schaden. Normalerweise ohne diesen diesen Power-Up und diesen Perk brauchen euch die Zombies nur zweimal schlagen, dann seid ihr auf dem Boden. Sobald ihr das nehmt, können die vier oder fünfmal auf euch einschlagen, erst dann liegt ihr auf dem Boden. Das seht ihr unten links bei mir, dass ich das habe, das ist das rote Zeichen mit dem Kreuz drauf. Ja, daneben das grüne Zeichen mit der Hand drauf und dem Magazin, das ist Fingerfertigkeit. Gibt es auch hier links in dem übernächsten Raum. Ist so ein grüner Automat, heißt Speed Cola. Der kostet allerdings 3000. Ja, das grüne, was ihr gerade gesehen habt, war die Raygun. Ist eine Alien-Pistole und ja, die zweitstärkste Waffe im Spiel. Hinter der Alien-Bazooka die Thundergun, heißt die, glaube ich. Die könnt ihr alle auch upgraden oben im Kinoraum. Und ja, auf jeden Fall, hier drücke ich nochmal den Link, aktiviere ich den Link. Und ja, die Taktik ist auf jeden Fall, nachdem ihr aus dem Teleporter raus seid, immer im Kreis rennen, nie zu lange in einem Raum bleiben, immer in Bewegung bleiben, weil die Zombies fallen von der Decke und kommen von hinter euch, immer nach hinten gucken, immer nach vorne gucken. Ja, das war erstmal jetzt genug für Part 1. Part 2 mache ich jetzt noch fertig. Ich guck mal, dass ich alles an einem Tag hochlade. Wenn nicht, müsst ihr einen Tag warten, aber ja, kommt auf jeden Fall noch ein Teil 2.